Sie sehen mich sehr gelassen und sehr ruhig. Wir schauen auf uns, was wir machen können. Wir reden mit den Menschen darüber, warum es richtig und notwendig ist, dass wir die nächsten 4 Jahre wieder regieren. Es gibt große Herausforderungen, beispielsweise in Amerika, in Europa. Und da finden wir, haben wir das beste Personalangebot von allen mit Angela Merkel und der Union. Und darüber reden wir und die anderen machen ihren Wahlkampf. Allerdings muss ich schon sagen, bin ich einigermaßen überrascht, dass schon jede kleine Nachfrage zur Person des SPD-Spitzenkandidaten als Schlammschlacht bezeichnet wird. Da kann ich nur sagen, also jetzt bitte nicht so empfindlich. Man wird auch über die einzelnen Personen reden müssen. Ich selber möchte mich auf die Inhalte beschränken. Ich kann nur sagen, einer, der mehrfach erklärt hat, dass er in Europa die Schulden aller vergemeinschaften will, sodass die Deutschen 27 oder 28% aller Schulden bezahlen müssten, aller anderen, das ist nach meiner Auffassung nicht der geeignete Kandidat, um deutsche Interessen in Europa zu vertreten. Und darüber werden wir reden. Über die Inhalte geht es also und nicht über das, was der isst, trinkt, macht, ist mir wurscht. Aber wer glaubt, er könne nach dem Motto leben, ich turne auf der Bühne rum und jedem, dem das nicht gefällt, der darf mich nicht kritisieren, der muss ruhig sein, das ist nicht einmal im Theater möglich, also schon gar nicht in der großen Politik.